Im Finale des Fußballturniers des HC Smolensk standen sich die beiden Mannschaften der Fuge Blindenwiese und der Smolensker Pass gegenüber. Die Fuge Blindenwiese in den gelben Dressen versuchen es über die linke Seite. Pass. Gute Aktion. Die Fuge Blindenwiese bleibt am Ball. Neuer Versuch. Und die jetzt aber. Neuer Versuch. Der Smolensker Pass am Ball. Jetzt wieder die Smolensker Pass. Gute Möglichkeit. Aber der Ball geht vorbei. Keine wirkliche Gefahr für das Tor der Fuge Blindenwiese. Jetzt wieder die Smolensker Pass. Pass über die rechte Seite. Immer noch der Pass am Ball. Aber der Ball geht vorbei. So gesehen keine wirkliche Gefahr. Jetzt aber wieder die Smolensker Pass. Der Ball geht ins Out. Und der Torschuss. Wieder die Smolensker Pass. Pass. Schöne Aktion. Herausgespielt. Der Ball geht ins Out. Also keine wirkliche Gefahr für die Torhüter bei diesem Finale. Jetzt wieder. Konter. Pass. Die Smolensker Pass. Jetzt wieder. Gute Aktion. Versucht es auf das Tor von Roland Steinhardt, aber der Ball geht auf jeden Fall am Tor vorbei. Keine wirkliche Gefahr. Dann wieder Abstoß. Der Ball geht über die linke Seite. Neuer Versuch. Immer noch der Hugo Blinden ist am Ball. Pass, aber dem Smolensker Pass kann sich befreien. Angriff. Wieder eine gute Aktion. Jetzt aber. Die Fuge Blindenwiese am Ball. Neuer Versuch. Schuss. Herrliche Parade von Roland Steinhardt. Und wieder. Der Ball geht jetzt. Das Ganze noch einmal in Zeitlupe. Die Fuge Blindenwiese tankt sich durch. Keine wirkliche Chance für die Verteidigung an dieser Stelle. Jetzt kommt der Pass, der ganz alleine auf das Tor von Roland Steinhardt zugeht. Jetzt kommt der Pass. Gute Abwehrreaktion, herrlich gemacht und auch herrlich anzuschauen. Und der Nachschuss geht auch am Tor vorbei. Wirklich eine sehenswerte Glanztat. Das Goal ist der Smolensker Pass und ein herrlicher Save. Das Ganze, wie gesagt, in Zeitlupe und auch in Zeitlupe denke ich, dass man es um einiges besser erkennen kann.